Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Paper Mario. Ja, es war lange her, seitdem wir Toadtown besucht haben und nicht wussten, wie es weitergeht. Aber jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und ich weiß echt nicht mehr ganz genau, was wir im letzten Part machen wollten. Ich weiß nur, dass wir nicht weiterkamen. Aber es gab ja ein kleines Problem, denn es hat die ganze Zeit gecrashed. Ich weiß nicht wieso, aber es war halt so. Und deswegen musste ich jetzt eine andere ROM nehmen und dann den Safe State laden. Nur diese ROM ist... Oh mein Gott, ein ausländischer Tod. Nein, die ROM ist englisch und ja. Mit dieser scheint es anscheinend zu funktionieren. Und mit der müssen wir halt so lange leben, bis ich diesen... Ich sag jetzt mal Bug überlebt habe. Beziehungsweise bis ich die Stelle übersprungen habe. Aber so lange müssen wir halt mit ausländischen Toads sprechen. So ist das halt. Also, dann gehen wir jetzt mal zum Sternschnuppengipfel. Oh, diesmal habe ich sogar richtig ausgesprochen. Cool. Nicht schlecht. Achso, übrigens ist in 20 Minuten gleich Weihnachten, ne? Also... Oh, diese Bugs, Mann. Die tun in den Augen weh. Ja gut, eigentlich nicht, aber die nerven extrem. Achso, übrigens ist das hier total schnell. Ist das hier viel schneller, wenn man so springt und diese Drehattacke verhindert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut ich übersetzen kann. Hallo, englischer Stern. Willkommen, Mario. Wir haben auf dich gewartet. Für dich gewartet. Ja, das klingt sehr deutsch. Wir sind die sieben Sterngeister. Unsere Aufgabe ist es, Wünsche zu erfüllen und guten Leuten. Oh, das ist doch scheiße. Ich versuch's gar nicht zuerst zu übersetzen. Außerdem ist der Dialog sowieso 3 Stunden lang. Und das würde einfach nur wertvolle Let's Play-Zeit verschwenden. Finde ich jedenfalls. Ja. Das ist total traurig. Ja, okay. Ja. Ja, cool. Ja. Ja, du bist englisch, ich weiß, ja. Oh, was hast du getan? Du hast irgendwas an meinen Status geändert. Und es geht weit... Ne, hier hat das gar nicht gehangen. Genau, hier hat das irgendwo gehangen. Ach ja. Jetzt sind wir eigentlich beim ersten Mal... zum ersten Mal bei Peach. Weiß ich gar nicht. Kommt drauf an, ob jetzt dieser Twink kommt. Da gucken wir mal. Kommt er oder ist er schon da? Das ist nicht Twink, das ist Bowser, Mann. Gott. Das geht hier überhaupt nicht. Verpiss dich, keiner will dich. Wir wollen Twink. Das hast du von Kirby gestohlen und nicht von den Sternen. Also verarsch uns gar nicht erst. Lass uns einfach in Ruhe. Oh mein Gott, wer ist das denn nur? Wer kann das nur sein? Ist das etwa Twink? Oh mein Gott. Und er ist da. Oh, die Musik ist so toll. Ja, die ist wirklich schön. Du hast einen schönen Theme-Song, Twink. Das ist ja schön. Nur würdest du mich jetzt hier mal Peach kontrollieren. Das wäre sehr nett. Hallo, ich will Peach kontrollieren. Oder eben wenigstens irgendjemanden. Muss ja nicht unbedingt Peach sein. Das sollte... Also wer das alles vorliest, der kann sich, glaube ich, auf ein langes Let's Play gefasst machen. Weil schon allein diesen Dialog zu lesen, das würde schon 15 Minuten lang dauern. Selbst auf Deutsch. Ach, wir kontrollieren jetzt gar nicht Peach. Ach so, okay. Ach, emotional. Wo auch immer du bist, ja. Wie süß. Genau hier hat das, glaube ich, gehangen. Und es läuft anscheinend weiter. Hier war ich nämlich noch nicht. Sehr schön. Mache ich schon mal ein Safe State, nur um sicher zu sein. Und dann gehen wir mal weiter, ne? Wo muss ich jetzt eigentlich... Okay, das kam jetzt unerwartet. Der sah jetzt vom Weiten aus wie so ein ganz normaler Stern. Und er scheint sehr happy zu sein. Der macht total awesome Face. Ja, okay, das sah jetzt irgendwie total geil aus.
Hat er das Gesicht verloren oder wie? Und irgendwie habe ich gerade auf Ja gedrückt. Was vielleicht nicht sehr schlau war. Darf ich jetzt Gumbario verprügeln deswegen oder wie? Verprügeln wir Gumbario. Ja, das hat mir jetzt. Das hat mich jetzt aus. Sorry, jetzt weiß ich nicht, wann ich A drücken soll. Los, jetzt! Ja, toll. Ich kam jetzt aber nur nicht weiter wegen den. Wegen der Unterbrechung. Ah, ich verstehe. So kann ich erst. Ach, jetzt kann ich abbrechen, genau. Jetzt kann ich abblocken. Ah. Interessant. Ich dachte, ich brauche einen Orden oder so. Aber anscheinend nicht. Ey. Okay. Und dann soll man los. Ah, interessant, gut. Gut, dann haben wir jetzt schon mal wieder eine Menge gelernt. Nochmal. Das mache ich doch schön, oder nicht? Hey, ich habe doch A gedrückt. Gut, dann nehmen wir das nochmal. Hey. Gut, das muss ich noch irgendwie lernen. Macht er mir jetzt wirklich Schaden, oder? Ich hoffe nicht. Ich übe das lieber noch ein bisschen. Weil ich habe echt keine Lust, dass ich jetzt deswegen irgendwie Kämpfe verlieren würde oder so. Mann! Hallo? Also mit dem Timing muss ich noch rauskriegen. Hallo? Ich drück doch die ganze Zeit A. Kannst du mir bitte nochmal erklären, wann? Genau, soll ich... Okay, ich drücke jetzt ein bisschen, bevor... Mann! Ist doch scheiße. Beim ersten Mal schaffe ich das. Oder kann man das nur einmal machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Aber abwehren sollte ich sowieso noch lernen, also... Hallo? Ich drücke jetzt einfach mal die ganze Zeit A. Gut, das hab ich jetzt extra nicht richtig gemacht, also... Ich drück doch... Ach, das ist doch scheiße. Ja. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Okay, noch ein Versuch. Dann habe ich keine Lust mehr. Aber irgendwann reicht es noch. Okay, da war Turbo. Das zählt nicht. Okay, Turbo jetzt schnell aus und jetzt... Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Was soll ich jetzt machen? Cool. Dafür bin ich schon mal sehr dankbar. Oh nein, Kamek. Was zur Hölle? Okay, dann müssen wir das jetzt direkt benutzen, oder? Und zwar mit einem Power Jump. Na, ich glaube, das hätte viel Schaden gemacht. Hätte ich richtig getroffen, aber gut. Ach nein, Scan muss ich noch machen. Das ist ein Magic Cooper. Magic Cooper verwenden magische Zepter. Maximale KP 8, Attacke 3 und Verteidigung 9. Gut zu wissen. Okay, das mit den Abwehren ist wirklich ein bisschen doof. Also muss ich zugeben. Ach, ich muss halt neu irgendwie lernen.